Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect. Wir sind gerade dabei, uns auf der Normandie, unserem neuen Schiff, etwas umzuschauen. Wir sind ja jetzt zum Captain befördert worden hier. Wir sind ja auch Spectre, insofern ist das unser Schiff, wir brauchen unser eigenes. Und jetzt sollten wir unsere Crew natürlich etwas besser kennenlernen. Zum Beispiel Navigator Presley. Was gibt's? Gibt's überhaupt was? Der will nicht mit uns reden. Nun gut. Die Sternenkarte. Wer steht hier? Hier steht niemand. Wir gehen mal runter. Nee, wir gehen erstmal hier hinter. Hopp. Das ist der Konferenzraum. Hier ist aber keiner drin. Also können wir auch wieder rausgehen. Beziehungsweise der, ja, Intercom-Raum nennen wir es mal. Türsteuerung. Runter hier. Hier geht's in die untere Ebene. Ich schaue mich aber erstmal hier. Wohl. Doch, ich schaue mich erstmal hier oben an. So. Das heißt. Dr. Chakwas, hallo. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Haben Sie schon einmal an Ihrer Entscheidung gezweifelt? Manchmal überlege ich, eine private Praxis auf der Erde aufzumachen oder eine Stelle in einem neuen Medicenter auf den Kolonien anzunehmen. Aber die Arbeit mit Soldaten ist etwas Besonderes. Wenn ich die Allianz jetzt verlassen würde, käme ich mir vor wie eine Deserteurin. Alles klar. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, So, Commander. ich glaube, dieses Gespräch hatten wir schon mal, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Wenn ihr es kennt, könnt ihr ja einfach vorspulen. Ich bin der Meinung, es gehört halt alles dazu. Insofern sprechen wir auch mit jedem, den wir finden können. Zum Beispiel mit Kaidan. Hallo. Brauchen Sie was, Commander? Gibt es eine taktische Einschätzung? Was denken Sie über die letzte Mission? Ich weiß nicht, was wir hätten besser machen können. Jedenfalls nicht, ohne früher nach Eden Prime zu kommen. Und wir waren schneller da, als jedes andere Allianzschiff es geschafft hätte. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Okay. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Dann tun wir das eben so. Schauen wir mal. Hier sind die ganzen Spinte, beziehungsweise hier war unser persönlicher Spind. Hier hinten steht keiner rum. Aber hier haben wir ein paar Stasis-Kammern. Klar, auf früheren Schiffen gab es wahrscheinlich noch nicht so einen schnellen Antrieb und da mussten halt manche Leute auch in Stasis-Kammern übernachten. Zumal wir eine große Crew haben und eigentlich nur wenige Betten. Werden sich wahrscheinlich auch diese Stasis-Kammern ja, zum Schlafen benutzt. Das hier ist unser neues Büro, beziehungsweise unser neues Quartier. Und wie man sieht, auch das einzige. Gucken wir mal weiter. Also runter, Fahrstuhl aktivieren. Und dann gehen wir mal oben unten auf die untere Ebene. Wunderbar, hier sind wir angekommen. Der Allianz-Ausrüstungsoffizier, dem haben wir ja einige Sachen Brauchen Sie mitgebracht. Vorräte? Lizenzen? Was für Lizenzen? Die Hersteller das vergeben hatten wir Lizenzen. alle schon. Ich habe viele der besten Lizenzen sind schwer zu bekommen, aber sie rentieren sich immer, wenn man sie bekommt. Sehr gern, So. Commander. Also brauchen wir die quasi nicht extra abgeben, sondern die sind immer von Haus aus da. Ich gucke aber trotzdem mal, ob hier auch vielleicht was Einzigartiges ist. Ist aber nicht der Fall. Gehen wir alle wieder raus. Wir haben momentan eh nicht so viel Geld. Danke, dass ich an Bord kommen durfte, Commander. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist, als das Leben bei der Zitadelle sich Naja, ich hat. bin mir da nicht sicher. Es wird gefährlich. Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie Sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln.
Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadellsicherheit ertränkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. Naja. Die meisten Regeln gibt es aus einem guten Grund. Möglicherweise. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Regeln sind nur da, um mich von meiner Arbeit abzuhalten. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadell-Sicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Das war ihr Grund? Sie gingen, weil ihnen nicht gefiel, wie sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadell-Sicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadell-Sicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Ich hoffe, Sie treffen die richtige Wahl. Es wäre traurig, wenn Sie sie später bereuen müssen. Das stimmt. Tja, aus diesem Grund bin ich jetzt ja auch bei Ihnen. Dies ist meine Chance, von der Zitadell wegzukommen und zu sehen, wie es außerhalb der Zitadell-Sicherheit so läuft. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadell-Sicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Wenn das bedeutet, dass Sie Unschuldige in Gefahr bringen, lautet die Antwort nein. Wir machen den Job richtig und nicht schnell. Verstanden? Ich wollte nicht... Verstehe, Commander. Ja, das musste gesagt werden. Tut mir leid. Also kann es ja nun nicht sein. Nicht denken, nur weil er jetzt keine Regeln hat. Schön, Sie zu sehen. Dass man sich dann automatisch auch über die Regeln stellen kann. Hallo, Ashley. Commander. Können wir reden? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Tut mir leid, Commander. Ich muss meine Pflichten sofort erledigen. Aber ich würde mich gern später mit Ihnen unterhalten. Okay. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich wünschte, du wärst früher hergekommen. Nimm's nicht persönlich. Ich bin froh über die Rettung. Ich wünschte nur... Du wünschst, wir hätten auch den Rest deiner Einheit retten können. Jawohl, Sir. Wäre ich wachsamer gewesen, dann wären wir nicht in diesen Hinterhalt geraten. Ach, Quatsch. Die Geats sind perfekt im Legen von Hinterhalten. Sie bewegen sich nicht, sie geben keinen Laut von sich, sie atmen nicht mal. Sie haben leuchtende Köpfe. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. In Ordnung, aber... Wegtreten, Chief. Übertreiben Sie es nicht. Sir? Weil man kann nicht alles tun, man kann nicht alle retten. Es geht leider nie. Schönes Schiff haben Sie, Shepard. Was kann ich für Sie tun? Erzählen Sie mir von sich, Rex. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Kroganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass Sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Ich das auch. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Ich habe davon gehört. Das Gleiche haben Sie auch mit uns versucht. Das ist nicht das Gleiche. Nein? Für mich klingt es aber wie das Gleiche. Dann wurden Ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von 1000 Babys die Geburt überlebt. Und auch Ihr Volk droht, dadurch auszusterben. Gutes Argument, stimmt. Das ist nicht das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Ich wollte mich nur mit Ihnen unterhalten. Ich wollte Sie nicht verletzen. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht sie ist es, die uns tötet. Was dann? Dann stirbt Ihr Volk wirklich aus. Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben. Viele Völker haben ihr Zuhause verlassen und sich weiterentwickelt. Ja, aber nur, wenn sie neue Welten kolonialisieren. Wir sind keine Siedler. Wir sind Krieger. Wir wollen kämpfen. Also ziehen wir los. Wir lassen uns anheuern und die meisten von uns kehren nie zurück. Das ist natürlich aber selber schuld, sage ich dazu nur. Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salarianer. Sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett.
Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert, jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Warum nicht? Warum versuchen die Kroganer nicht, ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen? Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen. So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern. Niemand kann das. Das ist natürlich schlecht. Bis dann, Rex. Shepard. Lässt sich nicht ändern. Auch ich kann's nicht. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich meine, okay, die Geburtenrate der Kroganer zu verringern war vielleicht das einzig Richtige zu dem Zeitpunkt. Sonst hätten sie vielleicht die ganze Galaxie überrannt, aber dennoch. Ist eine biologische Waffe und ich bin eigentlich gegen sowas. Was sagt Techniker hey, Adams? Commander, wissen Sie was? Diese Quarianerin, Tali, sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Ich werde ihr sagen, dass sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Noch einen Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich. Sie hat ein außerordentliches technisches Talent. Kann schon verstehen, warum sie an Bord genommen haben. Ich hielt sie für eine echte Bereicherung der Crew. Ja. Sie haben wirklich ein Auge für Talente, Commander. Aber deswegen sind sie wohl kaum hier heruntergekommen. Ja. Erzählen Sie mir etwas über das IES-Tarnsystem. Wie funktioniert das genau? Hier draußen im All kann man kein Schiff verbergen. Schiffe geben zu viel Hitze und Strahlung ab. Dadurch sind sie einfach mit Sensoren zu orten. Also muss man diese Energieabgabe eindämmen. Unser IES-Tarnsystem nimmt die vom Schiff abgegebene Energie auf und speist sie in schiffsinterne Speicher ein. So kann das Schiff nicht von Sensoren erfasst werden. Aber diese Speicher müssen von Zeit zu Zeit geleert werden. Nach ein paar Stunden im Tarnmodus überhitzen sie. Dann würden wir in unserer eigenen Hülle gekocht werden. Und es gibt keinen Weg, unseren Standort zu ermitteln. Mit einem visuellen Scan kann man uns immer noch orten. Dazu müsste man nur aus dem Fenster schauen. Aber um uns sehen zu können, muss man schon sehr nah dran sein. Die meisten Schiffe setzen Scanner ein. Solange die Tarnsysteme funktionieren, können sie uns nicht orten. Außer wir gehen auf Überlichtgeschwindigkeit. Was passiert da? Warum funktioniert es nicht bei Überlichtgeschwindigkeit? Bei ULG produziert das Schiff eine viel höhere Strahlung, die von den Speichern nicht aufgenommen werden kann. Wenn wir im Tarnmodus zum Sprung ansetzen, geht das Schiff hoch wie eine Leuchtrakete. Die Sensoren können unser Schiff orten, wenn wir zu ULG wechseln oder von ULG runterdrosseln. Aber bei Missionen mit kurzer Reichweite ist das IES-Tarnsystem unschlagbar. Und wir sind die Einzigen, die es haben. Klasse, aber das hatten wir alles, glaube ich, schon mal. Wir schauen mal weiter. Jawohl, Commander. Zum Beispiel sprechen wir nochmal mit Tali. Das ist ein erstaunliches Schiff, Shepard. So einen Antriebskern habe ich noch nie gesehen. Kaum zu glauben, dass er in ein so kleines Schiff passt. Langsam verstehe ich, warum Sie Menschen so erfolgreich sind. Ich hatte keine Ahnung, dass die Schiffe der Allianz so fortschrittlich sind. Ja, normalerweise sind sie es nicht. Die Normandy ist ein Prototyp, neueste Technologie. Noch vor einem Monat habe ich eine selbstgebastelte Kraftstoffleitung in ein schrottreifes Schleppschiff der Flottille eingebaut. Und jetzt bin ich an Bord eines der fortschrittlichsten Schiffe des Zitadellsektors. Ich möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie mich an Bord genommen haben. Mit dem Aufenthalt auf einem Schiff wie diesem wird für mich ein Traum wahr. Haben Sie Interesse an Schiffen? Ich wusste ja gar nicht, dass Sie ein solches Interesse an Schiffen haben. Das haben alle Quarianer. Die Migrantenflotte ist der Schlüssel zum Überleben für mein Volk. Schiffe sind unsere wertvollste Ressource. Ja, dann ist das verständlich. Aber über so ein Schiff verfügen wir nicht. Wir müssen uns mit Ausgestoßenen und abgelegter Ausrüstung zufrieden geben. Wir versuchen sie einfach so lange wie möglich zu nutzen. Einige Schiffe unserer Flotte stammen noch aus der Zeit, als wir vor den Geth geflüchtet sind. Das war vor 300 Jahren. Das ist einfach unglaublich, dass einige Schiffe in ihrer Flotte 300 Jahre alt sind. Sie werden ununterbrochen repariert, modifiziert und neu ausgerüstet. Sie sind nicht gerade hübsch, aber sie machen ihren Job. Meistens jedenfalls. Wir haben versucht, unsere Flottille so unabhängig wie möglich zu gestalten. Wir bauen unsere eigene Nahrung an und fördern und verarbeiten unseren eigenen Kraftstoff. Aber einige Sachen können wir nicht selbst herstellen. Für Arbeiten zur Sicherung der Hüllen benötigen wir Rohstoffe, die wir nicht haben. Daher sind unsere Pilgerreisen auch so wichtig. Aha, verstehe. Erzählen Sie mir etwas von Ihrem Volk. Wir haben kein einfaches Leben. Die Ressourcen sind knapp. Deswegen müssen wir immer weiterreisen. Alles, was wir tun, muss auch dem Wohl der Migrantenflotte dienen. In der Flottille leben 17 Millionen Quarianer.
Um zu überleben, müssen wir uns aufeinander verlassen können. In meinem Volk herrscht ein großer Zusammenhalt. Leider mussten wir viele Freiheiten und zivilisatorische Selbstverständlichkeiten aufgeben, die andere Völker für sich als selbstverständlich erachten. Was für Freiheiten? Es ist zum Beispiel per Gesetz verboten, dass Eltern mehr als ein Kind haben. Wenn unsere Bevölkerung zu stark wächst, würde das unsere Ressourcen überfordern. Nun, in China ist das andererseits ähnlich. Können wir auch nicht zulassen, dass unser Volk zu klein wird. Wenn unsere Bevölkerungszahlen zu sehr schwinden, wird das Ein-Kind-Gesetz zeitweilig aufgehoben. Wenn unsere Bevölkerungszahl dramatisch fällt, werden die Leute sogar ermutigt, möglichst viele Kinder zu bekommen. Aber eine solche Weisung hat das Konzil schon seit fast 100 Jahren nicht mehr ausgegeben. Das Konzil? Nennen Sie so Ihre Regierung? Das Konzil ist der Zivilbereich unserer Regierung. Jedes Schiff kann einen Repräsentanten wählen, der im Konzil an Entscheidungen mitwirkt, die die ganze Flotte betreffen. Bei Angelegenheiten, die nur ein einzelnes Schiff betreffen, hat natürlich der Captain das letzte Wort. Diese Tradition geht zurück auf die Zeit, als die Flotte noch unter Kriegsrecht stand. Verstehe. Glücklicherweise sind unsere Captains heutzutage umsichtig genug, ihre Crew Konzilrepräsentanten wählen zu lassen, die sie beraten. Also eine Art Dann Demokratie. Liegt die Macht bei den offiziell gewählten Repräsentanten. Zumindest wird es so gehandhabt. Das Konzil und die jeweiligen Repräsentanten der Schiffe legen die Regeln fest, die unser allertägliches Leben bestimmen. Aber theoretisch herrscht immer noch das Kriegsrecht. Mhm. Die 5 höchstrangigen Militäroffiziellen stellen den Admiralitätsrat. Diese 5 Personen haben in Notfällen die Autorität, alle Entscheidungen des Konzils zu überstimmen. Dafür muss die Admiralität zu einer einstimmigen Entscheidung kommen. Und sie können eine solche Entscheidung nur einmal treffen. Danach müssen die Mitglieder des Admiralitätsrates zurücktreten. Eine Verfahrensschutzmaßnahme, die sich bewährt hat. In fast 3 Jahrhunderten hat der Admiralitätsrat nur 4-mal die Entscheidungen des Konzils überstimmt. Aha. Was ist mit der Pilgerreise? Ich möchte mehr über Ihre Pilgerreise erfahren. Wenn wir erwachsen werden, verlassen wir unsere Geburtsschiffe und müssen uns eine neue Crew suchen. Damit sichern wir die genetische Vielfalt innerhalb der Flotte. Aber die Schiffe nehmen niemanden, der ihnen nur zur Last fallen würde. Deswegen gehen wir auf Pilgerreise, um unseren Wert zu beweisen. Wir gehen allein und lassen die Flottille und die Familien zurück. Wir kehren nur zurück, wenn wir etwas Wertvolles gefunden haben, das wir zur Flotte zurückbringen können. Diesen Fund übergeben wir dann dem Captain des Schiffes, auf dem wir heimisch werden möchten. Wenn das Geschenk angenommen wird, werden wir Mitglied der Crew. Klingt gefährlich. Ich finde es unverantwortlich, dass Sie alleine gehen mussten. Wir werden nicht einfach herausgeworfen. Man bringt uns bei, wie wir außerhalb der Flottille überleben können und gibt uns hilfreiche Geschenke mit auf den Weg. Wir erhalten auch wertvolle Implantate gegen Krankheiten. Weil wir seit Generationen in einer isolierten und vollständig kontrollierten Umgebung leben, haben wir ein besonders schwaches Immunsystem. Wenn wir die Flotte verlassen, sind wir gut auf die Pilgerreise vorbereitet. Diese Sache stellt einen Übergangsritus für alle Quarianer dar. Wenn es gefährlich wäre, würden wir unsere Bevölkerungszahl schwächen. Fast alle Pilgerreisen enden mit einer triumphalen Heimkehr und einer Feierlichkeit zur Präsentation des Geschenks an den jeweiligen Flottenkapitän. Aha, gibt's aber auch Annahmefreiheit. Kann ein Captain ein solches Geschenk auch ablehnen? Das kommt nicht sehr oft vor. Die meisten Captains sind darauf bedacht, ihre Crew und damit auch ihr eigenes Ansehen in der Gesellschaft zu vergrößern. Normalerweise würde ein Captain auch ein weniger wertvolles Geschenk annehmen, als Teil der Tradition. Aber wer ein Geschenk unter Wert mitbringt, genießt einen schlechten Ruf. Das ist keine besonders kluge Methode, Eindruck auf seine neue Crew zu machen. Die meisten Pilger kehren nicht zurück, bis sie etwas Wertvolles gefunden haben. Verstehe. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel? Ich denke, wir haben jetzt erstmal alles. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Okay, bis später. So, ich würde sagen, wir beenden auch erstmal die Folge. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann... Ich gehe mal noch davor, damit ich es nicht vergesse. Ich mache nämlich jetzt auch eine Aufnahmepause. Werden wir uns dann erstmal neu ausrüsten. Und zwar hier vor den Spinden. Zack. Dann Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denne. Tschüss.